Hallo alle zusammen und herzlich willkommen hier in einem weiteren Mod-Special von mir. Heute möchte ich euch ganz gerne einen ganz besonderen, tollen, seltenen Klassiker repräsentieren. Mittlerweile sehr, sehr selten geworden. Und zwar, Achtung, jetzt wird wahrscheinlich jedes Herz eines VW-Fans höher schlagen. Und zwar der Volkswagen Scirocco 16V. Und zwar der zweite Scirocco, also ja, zweites Modell genau vom Scirocco halt eben. Und so sieht er aus, serienmäßig, das ist offensichtlich so eine US-Variante. Der hat jetzt hier 125.000 Kilometer, ich habe ihn bereits komplett restauriert. Vierzylinder-Reihenmotor, ist klar. Habe ich getuned von 145 auf 213 PS und ich habe einen Wert erzielen können von insgesamt 75, also etwas über 75.000 Dollar. Gekauft habe ich ihn auf dem Schrott für 5.000 paar zerquetschte, also hat sich vollstens rentiert. Und jetzt möchte ich nicht euch weiter auf die Folter spannen. So sieht das Schätzchen aus. Achtung, tam taratam. Heiß, oder? Ja, das ist so ein Special Kit, so ein Verbreiterungskit, so ein Time Attack Kit oder so, wie sich das nennt, für diesen VW Scirocco. Ne? Er sieht so toll aus, finde ich. Also wir schauen gleich ins Innere. Schauen wir uns erstmal den Motor an. Ja, den habe ich natürlich komplett restauriert, also wieder auf Neuzustand getrimmt. Mit Tuning-Komponenten, die man in einem Vierzylinder reinstecken kann. Von Tuning, Drosselklappe, Ansaugbrücke, Servopumpe ist meine Standard. Lichtmaschine ist vom Tuner, Kraftstofffilter logischerweise und Pumpe und so weiter und so weiter. Und Einspritz, Zündspulen jetzt haben wir es. Genau, die Zündspulen sind auch vom Tuner. Also wirklich durch und durch getuned und sogar Sportgetriebe logischerweise. Ja, so sieht das Ganze aus. Und jetzt gucken wir mal ins Innere vom Fahrzeug. Bam. So, gehen wir mal rein. So sieht der Wagen aus. Also kommt wirklich dem Original sehr, sehr nahe, finde ich. Also schaut echt hammer cool aus. Hier im Radio steht LIT, ich glaube, das ist dieser Mod-Designer, der die ganzen Mods kreiert, oder die meisten Mods, sagen wir mal so, weil ich habe viele Fahrzeuge da gehabt, vor allem Volkswagen, und dort waren halt eben dieses Zeichen, dieses LIT war drin. An dieser Stelle schöne Grüße und Kompliment, hast du wirklich super gemacht. Die Mods sind wirklich sehr, sehr schön, absolut traumhaft, finde ich. Kann man doch echt nicht meckern. Ja, so sieht das Ganze aus. Dann gucken wir mal hinten. Ja, hier sehen wir einen riesen Flügel. Ne? Das ist ja sozusagen eigentlich eine Sitzbank. Nicht mal. Kleiner Scherz. Ja, in der Carbon-Variante. Bringt uns gleich ins Gesicht. Ja, der Kofferraum. So, steigen wir mal fahrerseitig ein. Boah, das ist doch cool. Hey, da werden vielleicht beim einen oder anderen irgendwelche Jugenderinnerungen wach, ne? So wie bei meiner einer, wenn ich dran denke. Ein Kumpel von mir hatte so einen, jetzt nicht in der verbreiteten Variation, aber halt Serien, ne? Standard, hat den gehabt und den durfte ich einmal fahren und es war wirklich ein, ja, tolles Erlebnis. Doch, absolut. Ganz toll, ich kann mich einfach nicht satt sehen. Machen wir mal kurz einen Start. Klingt doch super, oder? Schön blubberig für einen Vierzylinder, klingt doch echt toll. Ganz gut. Ja, Leute, das war so ein kleines Mod-Special wieder von mir. Wir sind eigentlich somit auch am Ende der heutigen Episode angekommen. Einfach schön rot habe ich ihn lackiert. Weihnachtlich oder Nikolausrot. passend zum Thema, ne? Und so sieht er aus. Wenn ihr euch den auch runterladen möchtet, könnt ihr natürlich liebend gerne machen. Hierfür hinterlasse ich euch den Download-Link unterhalb des Videos. In der Videobeschreibung dort einfach draufklicken. Den Mod könnt ihr dann kostenlos und ohne Registrierung könnt ihr euch einfach runterziehen und in euer Car Mechanic Simulator reinpacken. Hier noch ein ganz wichtiger Sicherheitshinweis. Bitte passt auf, macht vorher eine
Datensicherung von eurem Computer, also alles auf dem externen Datenträger, was euch wichtig ist, raufpacken, weil nicht, dass euch irgendein Mod abstürzt oder so und es dann vielleicht sogar zu Datenverlusten kommen könnte. Also habe ich zumindest gehört. Ich hatte es bis jetzt noch nicht erlebt. Einmal hat bei mir ein Spiel, also dieses Spiel sich aufgehangen, musste ich halt einfach neu starten, dann ging wieder alles ganz normal. Also vom Datenverlust kann ich jetzt da nicht mitreden. Keinerlei Erfahrungen diesbezüglich, Gott sei Dank, muss ich sagen. Aber trotzdem, seid sicher, auf der sicheren Seite zumindest, und dann gibt es hoffentlich auch keine böse Überraschung. Ja, das war's meinerseits. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr mich natürlich liebend gerne abonnieren. Glöckchen drücken nicht vergessen, denn dann werdet ihr immer schön benachrichtigt, sobald ich wieder was Neues für euch hochgeladen habe. Ja. Und dann im nächsten Video, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mir über die Schulter gucken, wie ich dieses Schätzchen, den VW Scirocco, auch restauriere. Also wie ich ihn vom Schrottplatz hergezogen habe und auf diesen Zustand hier getrimmt habe. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen, wünsche euch alles Gute, einen wunderschönen Nikolaustag wünsche ich euch. Lasst euch schön beschenken, lasst euch die Stiefel voll machen. Also mit Geschenken, ihr wisst schon, was ich meine, nicht reinstrollern. Das wäre natürlich übel. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Also, bis dann. Ciao, ciao.